Künftig werden Sie bei jeder erfolgreichen Anmeldung direkt im Control Center landen und hier bekommen Sie alles aufgeführt, was für Sie wichtig ist. Zunächst einmal die Liste Ihrer registrierten Domains samt Status. Die eigentliche Domain, die ich beantragt habe, torstensteinhoff-berlin.de, auch sie zeigt auf meinen Webspace, der bis jetzt noch nicht ausgestattet ist. Diese Domain wurde eines beantragt. Spätestens nach 48 Stunden ist sie registriert und dann auch gleich fertig eingerichtet. Manchmal geht es sogar sehr viel schneller. Innerhalb von 1 bis 3 Stunden sollte Ihre Domain freigeschaltet sein. Jedenfalls, wenn es sich um eine DE-Adresse handelt. Sie glauben, dass Sie mit einer Website und einer Domain glücklich werden? Vielleicht, aber ich glaube es nicht. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie auf Ihrem Webspace für jede Domain einen Unterordner anlegen. Um genau das zu machen, klicken Sie zunächst auf Start. Sie kommen dann wieder zur Control Center Übersichtsseite. Im Bereich Domains und Webspace finden Sie den Eintrag Zugänge und darunter ein Werkzeug namens Webspace Explorer. Mit diesem Werkzeug können Sie Ihren Webspace aufteilen. Und Sie sehen dann, was sich jetzt schon auf Ihrem Webspace befindet. Eine Datei und ein Ordner namens Logs. Diesen Ordner dürfen Sie weder löschen noch umbenennen, denn dort speichert 1 und 1 die Zugriffsstatistiken, die nur Sie exklusiv über das Control Center einsehen können. Dieses Protokoll verrät Ihnen sehr genau, wie viele Nutzer auf Ihren Seiten waren, woher sie kamen, wie lange sie blieben, wohin sie gingen und vieles anderes mehr. Die Datei index.html ist eine vorläufige Startseite, eine Homepage. Auf der steht eigentlich nur, dass hier gerade eine Website entsteht. Legen wir jetzt für unsere Domain einen Unterordner an. Ich mache das, indem ich auf dieses Symbol links oben klicke. Der Mouse-Over-Text sagt mir auch, was ich jetzt mache, nämlich einen neuen Ordner anlegen. Ich klicke darauf, einmal mit der linken Maustaste und gebe den Namen des neuen Ordners an. Ich empfehle Ihnen, hier einfach die Domain als Namen zu verwenden, dann gibt es später keine Verwechslungsgefahr. Also in meinem Fall ist das www.torsten-steinhoff-berlin.de. Sobald die Domain freigeschaltet ist, kann ich in diesen Ordner hinein mein WordPress installieren lassen.